Da ist er wieder, der Olli. Ja, 2 Monate ist das letzte Video her. War auch ein Pickup gewesen und zwischendurch. Ich wollte mal ein Pickup aufnehmen, war aber zuvor, das Zeug aus dem Regal rauszuholen und da wollte ich irgendwie was anderes mal aufnehmen. Da hatte ich aber irgendwie auch keine richtige Muse gehabt. Ich weiß nicht. Ihr kennt das vielleicht auch so eine Phasen irgendwie. Ja, die Phase bei mir schon seit einem halben Jahr. Dass ich irgendwie nicht so richtig aus meinem Arsch rauskomme. Ja, okay. Pickups. Hat sie ein bisschen was wieder so gekommen in den 2 Monate sind es jetzt fast seit dem letzten Mal. Anfang tue ich mal was nicht spieletechnisch ist. Und zwar, ich war mal auf dem Flohmarkt gewesen und für 5 Euro Tom und Jerry, die Ultimate Classic Collection. Fand ich nice, musste ich mitnehmen. Insgesamt hast du 18 Stunden Spaß für die ganze Familie drauf. Sind irgendwie 12 DVDs. Die gibt es auch noch in einer anderen Version. Ich habe die, wo da wo die hier alle so drin sind. Die Dinger, da gibt es noch eine andere Variante, wo du okay, 12 DVDs irgendwie so einen großen Pappschuber hast, auch mit dem Bild. Ich mal eine Bucht geguckt und 5 Euro war ein guter Preis gewesen. Das Ding ist eher so 15 bis 20 €. Muss ich mir auf jeden Fall angucken. Also mal das angucken. Die geht hier auch schon wieder raus. Diese blöden Teile hier. Dann mit der. Also zwischendurch auf jeden Fall mal reinziehen. Tom und Jerry geht immer. Ich hoffe wirklich Classics, jetzt wirklich die älteren sind. Weil die waren immer noch am besten gewesen, so die aus meiner Kindheit. Und ganz nebenbei, Jerry ist das Arsch auch und Tom ist der Jute, ja. Wird uns mal da schon mal verstehen. Ich war immer auf Toms Seite gewesen. Jawohl. Und dann kam noch was anderes. Was ich ja auch so, na, nicht direkt sammle, aber halt, ja, ich höre sie andauernd und lese sie auch teilweise, und zwar 3 Fragezeichen. Einmal kam eine neue raus, Netzer Lügen ist noch Sealed, die bleiben bei mir auch Sealed, die Dinger, weil ich höre die ja auch über Napster oder Amazon Prime dann. Es war wieder eine richtig, richtig gute Geschichte gewesen. Fand ich wirklich nice. Und es gibt jetzt auch, also wer so ein bisschen 3 Fragezeichen drauf steht, aber keinen Bock hat, die Bücher zu lesen und mal was anderes als die Hörspiele haben will. Es gibt diese Graphic Novels. Und jetzt kam raus, die machen wir jetzt so eine Classic-Variante noch. Und die flüsternde Mumie. Fand ich voll cool, weil ich hatte die Geschichte gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich hab das Hörspiel, ich weiß nicht, vor bestimmt 7, 8 Jahren das letzte Mal gehört oder irgendwie sowas. Ich hatte das überhaupt nicht mehr in Erinnerung, wie es ablief. Fand ich richtig gut und die sind wirklich cool gezeichnet. Innen drin die ganzen Sachen. Also kann ich mal jemanden empfehlen, der ein bisschen auf 3 Fragezeichen steht, mal was anderes machen, haben wir mal in der Hinsicht. Und die sind doch, ja, Preis ist okay, 18 Euro. Also ich finde den Preis okay bei den Dingern. Und wir haben mal im Wohnzimmer ein bisschen aufgeräumt, wir haben mal einen neuen Schrank reingeknallt, wo Platten drin standen. Die ganzen, also wirklich Vinyl stand da drin. Da hatte ich was gefunden, das wusste ich gar nicht mal, was ich getan hat. Mir Fröschen irgendwann mal geschenkt. Auch 3 Fragezeichen. Und da dachte ich, ist das geil? Vinyl, das Gespensterschloss. Aber. Tada. Picture Disc. Und das finde ich ja mal nice. Also auf der anderen Seite hast du auch das Bild, was jetzt auf dem Kopf ist. Finde ich voll, voll nice. Steht jetzt bei mir auch noch im Zimmer rum und Plattenspieler haben wir es ja auch noch unten. Hier oben im Wohnzimmer kein Plattenspieler, aber das ist auch mal, was man sich mal anhören könnte, wieder mal von der Platte. Das ist irgendwie geiler, der ganze Sound. Und jetzt geht's mit den Spielen los. Entdecken Sie die fantastische Welt von Atari. Mit so faszinierenden Videospielen wie Dig Dug, wo man unter ständiger Einsturzgefahr buddelt, buddelt. Oder Kangaroo, der Kampf einer Kängurumutter gegen wildgewordene Affen. Oder Mickey, den Zauberlehrling, der ständig Sternen und Kometen hinterherjagt. Nur Atari fasziniert Sie mit diesen Spielen. Atari, mehr als Spaß. Video könnte vielleicht wieder ein bisschen länger werden. Ich schätze mal so eine halbe Stunde wegknacken irgendwie. Okay, anfangen machen wir mit Atari 2600. Ist ein bisschen was hinzugekommen. Irgendwie 2 Euro in der Bucht krieg. Xenophob. Habe ich die 7800er Version. Jetzt mal die 2600er. Ich habe es noch nicht gespielt. Keine Ahnung, ob das Modul funktioniert überhaupt. Der Cover ist schon geil.
so ein bisschen leicht doch von Alien abgeguckt, ne? So ganz dezent. Dann heute Flohmarkt gewesen, da ich wirklich einen schönen Schnapper gemacht gehabt. Da bei dem hatte ich auch Tom und Jerry mit drin gehabt, im Bundle. Ich hatte da so komplett jetzt ein paar Spiele geholt gehabt bei denen. Und mit den Tom und Jerry, den habe ich 35 Euro bezahlt und das war wirklich ein Schnapper gewesen. Einmal, Battlezone ist nicht so dolle. Hat er mit da liegen gehabt, habe ich einfach mal mitgenommen. Hatte ich auch noch nicht in der Sammlung gehabt. Dann habe ich jetzt Centipede, Zip, alle drin. Okay, das Modul ist jetzt von mir, da war das Red Label Modul drin gewesen. Ich habe jetzt das Silberne drin gemacht, das hatte ich schon zu Hause liegen gehabt hier. In meiner kleinen Dattelkammer. Und die Anleitung ist auch mit bei. Ist ein richtig schöner Zustand, die ganze Sache. Und wie gesagt, mit dem Preis, mit den anderen was dazu war, war das wirklich ein mega Schnabber gewesen. Ich glaube, das wird jetzt gerade relativ laut am Mikro, wenn ich das hier wieder drin mache. Egal. Und dann hat er noch eins gehabt, das hatte ich noch nicht gehabt in der Sammlung. Miss Pac-Man. Auch Zip sind im sehr schönen Zustand, die Module und die Verpackung. Und ich muss gestehen, Miss Pac-Man habe ich glaube ich noch nie gespielt auf dem Atari 2600. Und die Anleitung. Frag mich gerade, bei den Silbernen, da war immer eine Schwarz-Weiß-Anleitung bei gewesen, oder? Ich weiß das ja nicht genau. So. Also mal wieder ein bisschen wirklich was von den alten 8-Bit-Konsolen mal da drin gekriegt wieder. Okay, jetzt wird es dann wieder moderner. Kann Ihre Fernbedienung das auch? Die neue Wiimote, Nintendo Wii. Ich hab mal was für die Wii und für die Wii U heute auf dem Flohmarkt. Oh, ich krieg beim anderen Stand für zusammen 10 Euro. War auch ein sehr guter Preis. War so, was bei den Bindingern zusammen für 30 Euro in der Bucht. Orientierung jetzt sofort Kaufpreis. Jetzt nicht auf Aktionen, wie so ausgehen, aber so. Wollte ich mir immer holen, Bayonetta für die Wii U. Ich hab's noch nie gespielt. Hatte irgendwie mal Let's Plays von den Ding gesehen. Und fand es mal ganz selten, wollte es mir irgendwann auch mal holen. Ist auch alle drinne. Man schiebt eine die CD aus, sieht dann. Ja, alles sauber. Sieht 1A aus. Kommt in die Fackel, willst du einen haben für die Bühne? Hier nochmal YouTube, ja, passt. Dann Xenoblade, The Chronicles für die Wii. War auch so ein Ding, was ich immer mal spielen wollte. Auch ein super Zustand gewesen. Ja, sieht auch alles 1A aus. Anleitung drinne. Richtig schön, die Karte ja nicht weiter drin geguckt habe. Das war aber so ein typischer, wisst ihr, Familienstand. Also wo du sagst, da wirst du nicht beschissen mit den Preisen oder sonst irgendwas, wir probieren es gar nicht. Obwohl doch, da hatte ich einen Stand gehabt, dachte ich, okay Mädel, ich gehe weiter. Mit dir rede ich gar nicht weiter. Dieser Sumpf scheint weit weg von Ihrem sicheren, gemütlichen Wohnzimmer. Dachten Sie, doch mit PlayStation bedrohen die gleichen Gefahren Ihr kuscheliges, trautes Heim. Schauen Sie, das war Papa. Mama. Und der kleine Karl. So, denkt daran, Leute. Unterschätzt niemals die Power von PlayStation. Dann ist ein bisschen PS1 gekommen. Einmal Tenchu 2, Birth of the Steel Assassins. Ist jetzt nicht die original PlayStation-Hülle. Hatte ich, glaube, das war für einen Euro gewesen in der Bucht. Ich hab's mir einfach mal mitgenommen. Ist auch keine Anleitung drin. Ich kenne das Spiel nicht. Ich dachte einfach, nimm's mal mit. Für einen Euro kannst du nichts falsch machen. Und dann, was ich noch vervollständigen werde, ich glaube, da werde ich mal alle tun, was es irgendwie zum Zocken gibt da. Ash. The Evil Dead. Wie heißt nochmal? Das genau? Hail to the King. Genau, Hail to the King. War auch ein guter Preis gewesen. Ich weiß aber nicht mal, wie viel. Ist auch vollständig. Beide CDs drin. Und ein wunderschönen Zustand, die Anleitung. Musik auf jeden Fall spielen. So oder so, Tanz der Teufel ist einfach genial. Dann noch ein PS1-Spiel. Und zwar Amorize Project Swarm. Könnt ihr mir sagen, wo ich es mir geholt habe? Ich weiß es nicht.
vielleicht war es irgendwie günstig für einen Euro gewesen, durch Zufall in der E-Bag mal so durchblätter oder ich habe ein Gameplay gesehen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist auch alles drin, was man braucht, um glücklich zu sein, Anleitungen drin. Und ja klar, CD jetzt auch mit drin. Und alles in Top-Zustand. Werde es mir auf jeden Fall mal reinziehen. So, jetzt wird es moderner. PlayStation 2. War bei dem Stand, wo ich für 35 Euro die drei Atari-Spiele gekriegt habe, Tom und Jerry, und da hatte ich noch zwei PS2-Spiele. Ich habe die einfach mitgenommen. Bei dem Projekt, den sie einfach mit, der hat sie da rumliegen gehabt, ist so, na, der hat immer ein paar Spiele verkauft, ja. Und wirklich zu richtig, richtig fairen Preisen. Steel Force. Ich glaube, das ist irgendwie so ein scheiß Titel. The War on Terror. Ist auch alle drin. Ich hatte davon erwartet. Mission Impossible. Und wie heißt das genau? Operation Soma. Keine Ahnung, ob das gut ist, scheint so ein Steers-Ding zu sein. Ich kenne nur die Filme und die Serie. Ist auch alle drin. Perfekt, passt. Dann PS3. Ist nicht, hatte ich nichts gefunden. Guck ich auch kommen nach PS3. Die hatten zwar ein paar PS3-Spiele rumliegen gehabt, aber irgendwie PS3 habe ich keinen Bock zum Sammeln. Weiß nicht, kommt vielleicht irgendwann später mal. Dann geht's mal weiter mit der PS4. Heute Abend starte ich vielleicht mit einem Kumpel. Schönen Gruß an Till, wenn du das sehen solltest. Oder die Tage, It Takes Two. Ich würde es unbedingt spielen. Er hat die Quatsch gehabt. Er hat es auch noch nicht gespielt. Dachte mir, er hat es gespielt. Dachte, komm, ich besorge das Ding für uns. Dann zocken wir das zusammen. Es soll ja wirklich absolut genial sein, das Spiel. Und ist alle drin. Funkenagel neu geholt. Also bin ich wirklich, wirklich mal gespannt, wie das ist. Also ich fand die Grafik sehr süß gemacht. PS5-Version gibt es auch zum Runterladen. Die hat mir jetzt die PS5-Version runtergeladen. Und mal gucken. Dann Baldur's Gate 1 und 2. Ich wollte die mal wieder spielen. Ich hatte nur Baldur's Gate 1, glaube ich, gespielt. Und da gab es so eine, gibt's so eine Edition, wo beide Teile drauf sind. Die sind, glaube ich, remastered sind die. Ich werde es auf jeden Fall mal spielen. Irgendwas Besonderes drin, natürlich nicht mal mehr irgendein Inlay und so ein Scheiß. Aber habe ich wirklich Bock. Das werde ich mal irgendwann. Ich glaube, das war schön so für die Weihnachtszeit, für die kalte Jahreszeit, ist etwas feiner. Dann wollte ich mal aber taktisch wieder spielen. Und ich habe es gestern reingeschmissen. Das kam auch gestern an. Ja, ich glaube, gestern kam das an, am Samstag. Und zwar Romance of Three Kingdoms, 14. Ja. Das muss ich mal in Ruhe angucken. Das scheint ja ziemlich komplex zu sein, das Ding. Also ein Kollege kannte das, meinte, es gut, doch, du nur so, ja, so auf die Schnelle mal kommen, halt ein Conquer-mäßig so jetzt ab da. Nee, scheint ein bisschen umfangreicher zu sein. Also das muss ich mal echt mal in Ruhe angucken. Sieht aber so schon mal sehr gut aus. Bin mal gespannt. Guck mal, da ist wenigstens noch so ein Zettelchen drin hier. Ja, toll, ne? Ja, und zwar die ganze Garantie. Jo, toll. Jetzt hätte ich mal irgendwas Bunte drin machen. Bildchen oder sowas. Dann ein Remaster ist es ein Endeffekt, obwohl die es Reprobe nennen. Destroy All Humans 2. Sehr gut. Also ich habe den ersten Teil, hatte ich auf der 360 gespielt, habe nicht komplett durch, hatte irgendwann aufgehört, fand ich ein mega geiles Ding. Zwei habe ich nie gespielt und das ist jetzt halt der zweite Teil. 50% bin ich durch. Es macht mir richtig, richtig Laune noch, das Ding. Ich finde es wirklich gut. Hat zwar nicht mal so ganz den Flash wie damals, aber der Humor ist einfach nur geil und die Sprüche sind drin, ey, die Waffen sind genial, ich liebe die Analsonde. Richtig cooles Spiel, ist okay, ein Vollpreistitel, ich glaube, so kostet den 40 Euro oder 35 Euro oder 40 waren es gewesen. Sollte man sich wirklich mal angucken, mal ein bisschen auf Trash, die haben ja wirklich schön diesmal eine 70er Jahre spielt, ich denke. Ende 60er, Anfang 70er, 60er, 70er, irgendwie sowas spielt er diesmal, steht das hinten drauf, in den 60ern, 1960er mit Hippies und so und den ganzen Kram drin. Ist echt cool gemacht und naja, es macht tierisch Laune. Dann, ich hab schon durchgehabt, weil ich es mir auf Digitalio besorgt hatte, das war, ja, wie heißt das nochmal, PlayStation Plus, schieß mich tot, da Abo-Dingsbums mit drin, ach, keine Ahnung, wie es bei PlayStation nochmal heißt. Und zwar Stray kam jetzt erst irgendwie im September raus, die physische Version. Und also durchgespielt habe ich das Ding. Ein Brett von Spiel, finde ich. Es
sag mal, das zweitbeste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt hatte. Erste würde ich sagen Forbidden West und dann Stray. Also ist ein wundervolles, ruhiges Spiel. Wer es noch nicht gespielt hat, unbedingt spielen das Ding. Du bist eine Katze und bist in einer Roboterwelt unterwegs. Ansonsten nichts verraten. Es geht relativ schnell. Ich glaube, du bist so in 10 Stunden bist du durch mit dem Ding. Und bei der Edition ist noch mit drin, da gibt es noch Postkarten. So einmal das Spiel. Und dann, die habe ich selber auch noch nie angeguckt. Also Artworks sind das da. Zeig euch mal alle die Dinger. Spiegelt ein bisschen. Oh, das riecht so gut. Das ist dein Helferlein. Der begleitet dich auf der Reise. Das bist du. Die Katze haben sie richtig geil animiert. Die hatten wohl auch dabei Entwicklung die ganze Zeit in ihrem Entwicklungsbüro da eine Katze rumlaufen. Die haben sie beobachtet. Die Katze ist wirklich sehr, sehr geil animiert. Wirkt auch echt nicht schön. Du kannst mouncen und die macht verschiedene Mounstöne. Und jaut mal so, dann mehr so ein Knurren hat sie drin. Also wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Und das ist ein Indie-Spiel und da habe ich jetzt seit damals, wo die PlayStation 5 rausgekommen ist, warte ich auf das Ding, weil ich hatte nur einen Trailer gesehen gehabt und ich fand den so mega scharf. Dachte ich, nee, du musst das spielen, das sieht so schön ruhig aus, ist wirklich ein Spitzenspiel. Kann ich jedem nur empfehlen. Und da gab es noch was für die PS5, das ist eigentlich, warte mal, Don meinte, das ist totaler Crap, ein paar andere sagen, das ist eigentlich ganz geil, ich habe es mal kurz angespielt bis jetzt. Fishing North Atlantic Complete Edition. Also, die gibt noch ein anderes Ding, da bist du in der Barentssee und im Endeffekt ist es so ein bisschen aufgebaut und soll wie als die Serie auf D-Max der Fang meines Lebens so in dem Dreh. Also, du gehst fischen, kannst dir Boote holen so. Dieses Spiel hat das beschissenste Tutorial meines Lebens drin. Also, ein Tutorial ist ja eigentlich dafür da, dass sofort alles erklärt wird, am besten so für den Vollpfosten. Der ist auch kapiert, wie die Steuerung abläuft. So, da ist zum Beispiel so, ich musste rumklicken, ich war nicht in der Lage gewesen, ja, jetzt lass den Korb bitte ins Wasser. Wo? Wie? Ich klicke da an den Kran? Nee, daneben ist das Ding. Und es wird dir auch nicht gezeigt, wo du klicken musst und so. Ich habe so ganz kurz angespielt, aber, also YouTube hat mal so ein paar Let's Plays angeguckt, die meinten eigentlich, es ist ganz chilling, das Ding macht eigentlich Spaß, du bist relativ schnell zügig durch. Danach hast du auch keinen weiteren Anreiz mehr drin. Und ich mache das mal zu. So sehr mit einer kleinen Möchtegern-Anleitung drin. Ach Gott, da ist nicht so komplett. Ist eher nicht lustig gut. Ist mehr so, ja, ich wollte es mal haben. Glaube ich 30 Euro Ding. 35 Euro. Irgendwie so was war es gewesen. Okay, das war das jetzt. Und jetzt kommen nur noch Sega. Master System und Mega Drive. Da ich ein bisschen zugeschlagen, sind noch ein paar andere Dinge auf dem Weg jetzt. Ich habe mir so ein Ziel gesetzt, dass ich Master System und Mega Drive zum Jahresende jeweils 100 Spiele habe. Sollte machbar sein. Müsst ihr können, wenn ich das auch ziemlich scheißegal. Aber was ich jetzt demnächst knacke, und das wären so ohne Probleme, dass ich 1000 physische Spiele zu Hause rumliegen habe. Finde ich gut. Also auch mit hier PS5-Dingern gerechnet, aber ich habe 1000 Stück dann hier rumliegen. Weil ich mich verzählt habe, in Inventory, die mal gemacht hatte. Aber das müsste passen. Das ist schon mal ziemlich cool. Okay, dann machen wir weiter mit Sega. Excellent! Oh-oh, Schneckenalarm! Ja! Oh, da kommt ja süß! Ach, Max, ich liebe dich noch immer. Was ist das denn? Hm. Wow, ein Mega Drive! Und mega günstig, weil es ihn jetzt ohne Spiele gibt. Aber ich hab doch gar keine Spiele. Aber ich. Hm. Da fange ich an. Master System, ja. Von dem Ältesten zum Neuesten arbeiten wir uns durch. Ich habe die wie immer noch nicht alle gespielt, ein paar ich nur angespielt mal kurz und so, erkennen die von einem anderen System, whatever. Einmal Bonanza Brothers. Habe ich nur auf dem C64 mal gespielt und total funny, funny, das Ding. Jetzt muss ich mal gucken, wie es auf dem Master System ist. Mit Anleitung drin und gehörte meinen deutschen Videoring und die, naja, Gott, hey, immer diese Mikro im Weg, ich mach's mal runter. So, besser. Ja, diese Aufkleber total beschissen ab, die muss ich ganz schnell bitten für ihn probieren. Mal gucken, wie es ist. Also ich habe es mit dem C64 gut in Erinnerung, dass das Spaß gemacht hat, das Ding. Dann eins, was ich überhaupt nicht kenne, aber ich fand den Cover ganz geil. Wolfschild. Kam auch gestern an. Muss man dann überhaupt machen.
Jetzt Französisch. Chimäre-Terroristen haben Saul Marrows Vater entführt und seine Mutter und seinen Bruder getötet. Kann er mit Hilfe seiner Fähigkeit, sich in einen werbefähigen Krieger zu verwandeln, einen Wolfsmenschen mit übernatürlichen Kräften, eine gesamte Armee besiegen? Wir sind nur bald dran. Also wenn ich das spiele, bestimmt nicht. Ja. Natürlich ohne Anleitung. Virgin. Ja, den Kappa finde ich ganz cool. Die macht das Art Design. Also so was mag ich. Mal gucken, wie das ist. Was ist denn das jetzt hier? Dragon Crystal. Das ist irgendwie so rollenspielmäßig, das Ding. Ja, du bist in einer fantastischen Welt von unirdischen Schönheit und tödlichen Dämonen gefangen. Du wirst auf der Suche nach dem magischen Kelch durch 30 Welten kommen. Es gibt keinen Weg aus diesem melodischen Albtraum, bis du ihn findest. Sieht ganz nett aus. Es scheint so wirklich so rollenspielmäßig zu sein. Ist auch jetzt ohne Anleitung gewesen. Ja, hier wisst ihr nicht so der Anleitungsfetischist. Also wie gesagt, 10 Euro plus, muss er mit einer Anleitung drin ist. Da bin ich wieder zu geizig für. Möchte ich nicht so wirklich haben. Das Spiel soll scheiße sein. Das hat Speech Strap. Irgendwann mal ein Let's Play sehen, war es irgendwie drin gewesen, das schlimmste Spiel überhaupt. Aber ich will ja für Master System so ziemlich viel aufbauen. Also da habe ich auch so ein bisschen einfach mal holen, so ein Motto ist in der Sammlung drin und eher nicht ausmisten. Ich hatte ja mal so 2-3 verkauft, das ärgert mich jetzt auch irgendwie. Weil theoretisch kann man sein Master System, da kann man sich so, naja, auf dem Fullset wird bestimmt schwer werden, aber man kann sich da wirklich eine gute Sammlung machen. Ja, das ist ja auch wieder so ein Gewissensproblem. Du spielst den Roadrunner und nicht den Kojoten und der Kojote ist eigentlich der Gute, der Roadrunner ist das Arschloch. Ist genau wie bei Tom und Jerry. Ja. War das mit Anleitung? Ne, ist ohne Anleitung. Aber in sehr schönem Zustand, also finde ich gut. Shadow Dancer, The Secret of Shinobi. Ich habe Shadow Dancer mal gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es gut fand oder nicht gut fand. Muss ich mir auf jeden Fall angucken. Ich habe das noch nie reingeschmissen. Von mir wisst ihr, würde ich sagen, mit Anleitung? Boah, geht's nicht. Nee, ohne Anleitung. Auch nur das Modul drin. Mal gucken, mal schauen, wie das ist. Ich glaube, ich habe es mal gespielt damals. Jetzt eben so, ich wusste gar nicht, dass es auf dem Master System gibt. Gibt es das Ding überhaupt? Prince of Persia. Wird auf jeden Fall gezockt und ich habe hinten noch Kleberreste dran. Hier unten. Muss ich mal wegmachen. Naja, eigentlich gesehen, ja. Schlampe-Ecker. Ist so ja diesmal mit Anleitung und die sieht ganz okay aus. Also die hast du meistens eh, finde ich ja, von Mega Drive und Master System, die so wegen dem rausnehmen. Ich bin mal gespannt, wie das umgesetzt ist. Wie gesagt, ich habe das PlayStation gespielt und Amiga, glaube ich. Irgendwie so. Eins, wovon ich jetzt wirklich nichts erwarte, weil die anderen von, so waren immer so nicht so doll gewesen, wenn es um Comic geht. Spider-Man. Oh, mal gucken, wie es ist. Wollte ich aber haben, dann denke ich auf jeden Fall, die Superhelden-Dinger möchte ich eigentlich komplett auch haben. Ist auch mit Anleitung drin. Ich erwarte nicht so viel. Also, okay, schon mal Superman kannst du wirklich nicht werden, weil das schon der absolute Nullpunkt ist. Aber, oh ja, ein Scrop noch fürs Master System, das habe ich gespielt. Ach du Scheiße, gespielt nicht. Ich dachte, was das nicht für ein Müll. Laser Ghost. Also irgendwie, bin wirklich nur an den Cover gegangen, sah ganz nice aus, nimm's mal mit. Weiß nicht, ich dachte irgendwie so Laser Ghost, ja, irgendwie mit Ballern ein bisschen drin. So. Ich weiß nicht, ob man das hinten so erkennen kann. Also, du läufst durch die Gegend und hast nebenbei ein Fadenkreuz und kannst dann diese Geister, whatever, unter anderem unten bei dem Bild da, wo ein Auto später auch abschießen. Die Steuerung ist total kacke. Steht hier drin für einen Controller hinten dran. Also ich gedacht, das ist eher für die Gun wäre das Ding. Das Schlimmste ist, wie das Mädel aussieht. Von der Seite geht's noch. Aber wenn ihr das dann von vorne seht, ihr denkt, ihr habt einen Dämon vor euch. Wenn die sich mal umdreht und das ist so, du musst Bilder abschießen, die runterfallen und so was und
Ey, das ist wirklich Trash, ey. Das ist Kacke, das Spiel. Aber dafür ist mit Anleitung. Ja. Naja. Sollte man sich nicht holen. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Mega Drive. Okay, jetzt noch ein paar Mega Drive-Spiele. Also Sega ist jetzt wirklich so, wo ich hauptsächlich drauf gehe mit dem Sammeln jetzt. Alles andere soweit nehme ich mal nebenbei noch mit. Aber gezielt gucke ich bei Sega. Und da beim Mega Drive schon ein bisschen mehr so nach dem Motto, okay, was mir Spaß machen könnte. Beim Master System probiere ich eher so, ach komm, mach mal voll das Ding aus. Ich weiß von vornherein, dass es ein absolutes Grottenspiel ist. Hätte ich jetzt gewusst, hätte ich mir zum Beispiel Laser Ghost nicht geholt. Okay. Gods. Ich wusste auch nicht, dass es auf dem Mega Drive gibt, und das ist wohl die beste Version. Ich habe die Amiga-Version gespielt und also nicht durchgespielt. Fand das richtig gute Ding. Ist ja wohl auch so eher so ein Spiel, entweder liebst du oder du hast es. Es ist ziemlich bockenschwer und teilweise auch gemein, weil irgendwie war das ja gewesen, du sammelst Sachen ein, hast aber ein relativ kleines Inventory und wenn du den fehlenden Schlüssel nicht hast, kommst du nicht weiter, musst du nochmal zurückgehen, weil du den irgendwo liegen lassen hast und so einen ganzen Kram. Aber das Ding soll wohl mit Abstand die beste Version sein auf dem Mega Drive. Und wenn man es so sieht, ja, irgendwie ist es so eine Art Vorgänger auch von God of War. Weil du kennst ja irgendwie einen Götterweg, war doch gewesen. Ja, du bist Herkules und. Ja, kennst den Widersacher, keine Ahnung, ey. Jedenfalls ein richtig geiles Spiel. Ich fand es auf meinem Mega richtig guter Ding. Hat es auch mal vor einem halben Jahr auf meinem Mega zufällig gespielt gehabt. Was nehmen wir jetzt? Nimm mal das hier: James Bond. Zwar der zweite Teil. Ich habe noch kein James Bond-Spiel gespielt. Kam auch gestern an. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Sieht ja so ganz putzig aus. Ich schätze, wenn die meisten von euch, wenn die Spiele kennen. Aber da ich ja damals zu der Zeit, wo die rausgekommen sind, nicht gezockt hatte, ist sowas dann alles an mir vorbeigegangen. Aber 95% Werke. Laut Mean Machines. Dezember 91. Ist ohne Anleitung und oh, fehlt schon dabei. Ich mache, geht schon ein bisschen auf das Ding. Das ist der einzige Nachteil bei den ganzen Mega Drive-Verpackungen, wenn der Weichmacher dann irgendwann raus wird. Paws of Fury. Ich glaube, das habe ich mal gespielt. Ich habe es auch noch nicht drin geschmissen. Also, ich weiß noch nicht mal, ob das Modul funktioniert. Ist da so ein Beat'em-Up-Ding? Und ich glaube, das war wirklich ganz nice gemacht. Und wenn ich das auch, ja, der Cover hat ein bisschen gelitten, aber das Bild dafür finde ich ganz nice irgendwie. Und ist das mit an? Ja, ist auch wieder ohne Anleitung. Ich kicke immer Rinder, wie gesagt, ich habe sehr viele Spiele ohne Anleitung. Ich sag mal, zwei Drittel der Spieler haben mir keine Anleitung, wenn ich sage, drei Viertel. Was ist das hier? Techno Clash. Warum habe ich das? Weil ich den Cover ganz cool fand und ein Let's Play mir angeguckt hatte, glaube ich, was nämlich auch ganz nice aussah. Jetzt frage ich mich bloß, was war das nochmal für ein Spiel gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Schwert und Hexerei treffen brutalen Kämpfen auf mechanische Monster. Ach ja, das ist so ein bisschen wie rollenspielmäßig gemacht. Angriffszaubersprüche. Ja, sieben Welten und so. Scheint so ein bisschen auf Rollenspiel zu sein, das Teil. Und, ach, da kommt ja noch die Knisterfolie drin. Wie gehabt, ohne Anleitung. Also, ich würde mir gerne die Anleitung nach und nach alles schenken, kein Problem mit. F-22 Interceptor ist ganz gut, habe ich schon gespielt. Flugsimulator, naja, aber Simulator kannst du nicht direkt sagen, aber ist ganz gut gemacht. Das Ding gibt es noch MiG-29 und F-15, glaube ich, ohne von denen. Die legen wir ohne besorgen. Ich spiele mal ganz gerne mal die ganzen Teile. Okay, wenn die heute einen Vergleich siehst zum Flugsimulator, ist das eher so schöne fette Anleitung mit drin, die man doof rauskriegt. Also, die ist wirklich schon ein bisschen dicker. Dass jetzt die Anleitung mit bei ist. Haben eigentlich ohne klar, aber vielleicht halt ein paar Sachen nicht verstanden. Die nicht schon echt ablaufen. Whatever. Terminals Adventure. Habe ich auch noch nicht gespielt. Das ist jetzt schöner beim Sammeln irgendwie. Man holt sich mal ein paar Spiele, wenn man die Cover ganz nice findet und lässt sich überraschen, wie das Spiel ist. Okay, König Maulwurf hat das Wunderland übernommen und die Feenwächter eingesperrt. Böser, böser Maulwurf.
Und vielleicht auch Prinzessin Wondra? Fragezeichen. Gibt es keinen Helden mehr im Wunderland, um die Bewohner vor dem bösen König Maulwurf und seinen Helfern zu beschützen? Prinz Talmud rettet uns. Ja. Okay, dann weg mal dieses Wunderland da retten und den Maulwurf ein paar eine Fresse hauen. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Das scheint so ein bisschen mehr auf Adventure-mäßig zu sein. Was haben wir als nächste? Green Dog, the Beach Surfer Dude. Jump'n'Run habe ich kurz angespielt, fand ich ganz nice, aber die Steuerung war ein bisschen so, weil du hast einen relativ großen Charakter, also ich fand, war ein bisschen trickier, ich bin ja eher so Plattformer Jump'n'Run, bin ich eher so die Lusche auf der Welt. Aber hat mir schon mal Laune gebracht so. Und wieder ohne Anleitung, da la la da. Aber scheint ganz gut zu sein, das Ding. Richtig geiles Spiel. Thunder Force 2 habe ich mir mal besorgt. Ich will noch die anderen 4 noch haben. Und 3 gibt es auch noch. Eins habe ich irgendwie nicht gefunden fürs Mega Drive. Ein schöner Schnapp. Okay, wieder bockenschwer. Aber ich habe ja das Action Replay. Ich hoffe, das geht mit dem. Auch habe ich noch nie ausprobiert. Jedenfalls geiler Schmapp. Und der ist auch mit Anleitung im schönen Zustand. Das war auch schon wieder eins der bisschen teureren Spiele. Etwa ist auch mal relativ, aber mir ist so bei 40 Euro, sag ich mir schon so, ja, okay. Ferrari Grand Prix Challenge. Ich glaube, für 5 Euro habe ich das Ding gekriegt und dachte, die nimmst du mir auf jeden Fall mit. Und habe ich es schon gespielt? Nee, habe ich noch nicht gespielt. Oder? Nee, habe ich noch nicht gespielt. Sieht von hinten so ganz nice aus. Mal gucken, wie die Fahrphysik und so ist alles. Und Leute, die Wäsche wird da sein. Diesmal ist auch wieder eine Anleitung mit bei. Ja, ist auch wieder mit drin. Und auch alles schön erhalten. Ich glaube, das könnte ein Sweet Sender drin spielen. Vector Man. Das macht Bock. Habe ich gespielt. Ist so, okay. Ist ja so vorgerenderte Grafik. Also eigentlich im Vergleich zu diesen klassischen 2D-Spielen ist die Grafik kacke, sieht hässlich aus, aber es macht Spaß. Das ist so, deswegen kann ich über den N64 nie so richtig warm. Weil, ja, wir machen eh nur auf 3D, aber eigentlich kann die Hardware das noch gar nicht. Und ja, hier ist es halt auch so ein bisschen gemacht. Das vorgerenderte Ding ist ein Jump'n'Run mit Rumballern. Ich finde es gut. Also mir hat Spaß gemacht. Ich habe nie wieder das zweite Spiel, ich habe es nur kurz angespielt. Auch alle drinnen. Das Einzige, was ist bei dem hier, aber das kann ich mal kleben. Mal raus. Hier löst sich der. Alle kann man alle kleben. Das ist kein Problem. Das muss man machen. Und sobald ich das Regal wieder reingestellt habe, vergesse ich es. So, was nehmen wir als nächstes? Nehmen wir das hier. Rolling Thunder 2. Habe ich nur kurz angespielt. Scheint ziemlich schwer zu sein. Auch so ein Plattformer mit Schießen. Und man ist irgendwie so ein Agent und muss gegen Bösewichte kämpfen. Aber hat Laune gemacht, kurze Anspielen zumindest, und die Kugeln pfeifen halt bei mir vorbei und ich hechte über Berge und so weiter und über Plattformen steht hinten drauf. Ist auch ein ganz schönes Ding, also alle drin, was man braucht. Oh, da ist noch ein Aufkleber drauf, sehe ich gerade, mal sehen, ob ich ihn runterkriege. Ja, die Anleitung fehlt leider der Außencover. Aber dafür hat hinten Scorpuxum, Dum, Butt und kann ich nicht lesen. Alter Schwede, ey. Manchmal fragt man Menschen, was muss sie schreiben gelernt. Holla, die Waldfee. Mal gucken, wie das ist, wenn man es weiterspielt. Ach ja, Flipper. Screwball. Ich finde ihn schwierig, ja. Und zwar, der hat eine tierische Latenz. Also wirklich Latenz drin. Geführt von einer viertelhalben Sekunde, bevor die Pins sich bewegen. So sieht er ganz nett aus. Ist, glaube ich, auch einer der teureren Flipper schon auf dem Mega Drive gewesen. Aber ich habe doch einen anderen Flipper. Wie heißt denn das Ding nochmal? Ja, fällt mir der Name nicht ein. Jetzt gerade Dragon irgendwie war es. Irgendwas mit Dragon. Ist sehr viel besser als der. Ja,
Vielleicht hat Marshall das? Marshall-Boxen-Werbung vorne drauf? Ach, keine Ahnung. Ist auch ohne Anleitung. Okay, beim Flipper braucht man auch keine Anleitung. Flipper ist ja ein Gerät, was man nochmal 2,5 Rummel bedienen kann. Ich weiß nicht, könnt ihr mal schreiben, ob ihr das kennt, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich finde es halt wirklich schwer spielbar durch die Latenz, was da drin ist. So, und das letzte fürs Mega Drive. Wie heißt das eigentlich? Gott. Hydeid Warrior oder Hydeid? Nee. Das ist so eine Schrift, die ich nie lesen kann. Super Hydeid oder keine Ahnung, wie das heißt. Aber ich auch noch nicht. Das Spiel sieht mich auch so nach Adventure aus. Hydeid, ja. Gehe mit Super ins Reich der Mythen und Legenden. Wollte ich mir auch mal angucken. Ich habe so ein bisschen Bock so auf RPGs mäßig. Also die alten Dinger, wie sie sind. Und da mal gucken, wie das ist. Ja, ich will die ganzen RPGs spielen soll zeitlich. Alter Schwede. Ist auch jetzt ohne Anleitung sollte aber kein Problem sein. Eigentlich bei einem RPG. Meistens sind die ja echt ziemlich einfach vom Verständnis her. So, das waren die Pickups, die ich mir besorgt hatte. Und dann gibt es jetzt noch was. Ja, der alte Sack hier hatte Geburtstag. Ihr habt das jetzt auch schon wieder fast 2 Monate her. Und da habe ich aus der Bier Games und jetzt Gruppe ein schönes Geschenk gekriegt. Nochmal danke, Jungs. Und zeig mal, was da drin war. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Einmal waren Krönchen drin gewesen, Jungs. Ja, okay, die aus der Gruppe haben das ja schon gesehen. Da hatte ich ja ein Video so geschickt. Ich habe in eine Gruppe, aber wie gesagt, ein Krönchen war drin gewesen. Dann gab es 2 oder 3 Bier. Ich glaube, 2 Bier waren drin gewesen. Die sind schon längst vernichtet seitdem. War irgendwas zu knabbern noch drin? Ich glaube, auch zu knabbern war auch noch was drin. Bin ich mir ganz sicher. Und dann das, was ich jetzt zeige. Ich hoffe, vergesst nicht jetzt irgendwie. Ich könnte mir das alte Video jetzt noch angucken, aber irgendwie habe ich jetzt auch keinen Bock zu. Ist egal, die sind eh alle entspannt. Ne? Ihr seid doch entspannt, wenn ich was davon vergessen habe. Ich bin ja ein alter Star Wars-Fan. Und das war ein Star Wars-Geschenk. Was ich ganz cool finde, die Uhr hier. Wo ich mich immer noch frage, warum ich die auf dem Kopf halte und nicht richtig rum. So. Ob die eigentlich mal schwarz war von Natur aus? Oder ob die Farben, also die kannst du ein bisschen abpressen, hast du andere Farben drunter. Ich glaube, die Farben hat da drunter, sind aber auch nicht die richtigen, was die meint sind. Also irgendwie hat das Ding jetzt so einen richtig schönen Retro abgewichsten Look. Ich finde die cool. Das einzelne, die halt immer nicht so richtig. Das muss ich auch mal richtig machen. Aber funktioniert die Uhr. Finde ich ganz nice. Ja, ihr könnt jetzt immer neben dem Fernseher so stehen. Irgendwie geil. So, und dann gab es eine Tasse. Eine wundervolle Tasse, die 2 Farben hat. Nee, die war zu ja noch, die Farben sich ändern, wenn man Temperatur kalt und warm, Raumtemperatur. Habe ich gar nicht ausprobiert. Packt das nicht mal aus. Wer war denn wissen? Thorsten hatte das jemand? Ich weiß gar nicht, was ich mal damals zu uns geschickt habe. Ich bin alt. So, da war die Tasse noch drin gewesen. Eigentlich könnte ich die mal benutzen. Was soll der Scheiß? Daraus könnte man auch ein Bier trinken. Oder einen schönen Whisky. Aber das Taubgeschenk war, fand ich mega, mega, mega geil. Star Wars Empire Strikes Back. Nee, ist nicht Empire Strikes Back, ist der erste Star Wars. Genau, der erste Star Wars Teil ist das. Und zwar die Limited Run Version. Edition. Whatever, wie man die nennt. In diesem Blister drin, die bleibt auch zu, der Teil. Das Doofe ist, warum habt ihr das gemacht, die ganzen Scheiß? Weil es gibt ja da noch ein roter Tinten. Ich mir auch noch besorgen will dann. Das ist die neue Rote bei Emperor Strikes Back. Jedenfalls war das eine echt geile Aktion, Jungs. Nochmal vielen, vielen Dank. 2, 3 werden es bestimmt hier sehen, das Video noch. Fand ich mega geil, das ganze Teil. Und ja, mal gucken, ob ich mir die anderen auch noch hole. So, jetzt bin ich aber durch mit allen. So, runter mit den Krönchen hier. So. Jo. Dann mal danke wieder fürs Zusehen. Und ich hoffe, ich krieg's jetzt mal langsam wirklich auf der Reihe, wieder ein bisschen mehr auf dem Kanal zu machen. Vielen lieben Dank, dass ihr trotzdem treu geblieben seid. Ja, das war's dann. Also, habt noch einen schönen Restabend. Genau, nochmal den guckt oder Resttag, whatever, auch immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Olli.